Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Nach dem Nein der Niederländer beim Referendum zum EU-Ukraine-Abkommen. Der niederländische Ministerpräsident Rutte betonte erneut, er könne das Assoziierungsabkommen der EU so nicht unterzeichnen. Ein Sprecher der EU-Kommission sagte, an den gültigen Vereinbarungen mit der Ukraine ändere sich zunächst nichts. Putin weist jede Verbindung zu Offshore-Firmen von sich. Unter Bezug auf die Panama Papers sagte der russische Präsident, sein Name tauche nirgendwo auf. Auch sein Freund, der Cellist Woldugin, habe nichts Falsches getan. Die Veröffentlichungen seien ein Versuch, Russland zu schwächen. Griechenland stellt Flüchtlingen Ultimatum. Die griechischen Behörden haben die rund 4000 Flüchtlinge im Hafen von Piräus aufgefordert, innerhalb von 2 Wochen in Aufnahmelager im Landesinneren umzuziehen. Ansonsten werde das unerlaubte Camp gewaltsam geräumt. Gauck fordert schnelle Integration von Flüchtlingen. Die Menschen müssten so früh wie möglich Deutsch lernen, arbeiten können und in den Alltag einbezogen werden, sagte der Bundespräsident bei einem Symposium in Berlin. Andernfalls könnten aus Frust und Langeweile Gewalt und Kriminalität entstehen. NSU-Terrorverdächtiger Mundlos soll laut einer ARD-Dokumentation für Firma eines V-Manns gearbeitet haben. Die deutsche Presseagentur meldet, auch die Hauptangeklagte im NSU-Prozess Zschäpe sei bei dem Verfassungsschutzinformanten während ihrer Zeit im Untergrund in Zwickau beschäftigt gewesen. Das Wetter. Morgen im Südosten bedeckt und gebietsweise Regen, ab 1000 Metern Schnee. Sonst teils sonnig, teils dichte Wolken, vor allem im Westen und Norden Schauer und einzelne Gewitter, Höchstwerte 5 bis 15 Grad.